Wer hat schon ein Denkmal von sich? Der Herr Eberhard hat es den vielen Erfolgen natürlich geschuldet. Und man kann vielleicht nur irgendwo mit vielen Gedanken gut, sage ich mal, erkennen, dass es hier um einen Skifahrer geht. Wobei es ein bisschen Kontroversen gegeben hat, oder unterschiedliche Meinungen von den Stummern. Den einen gefällt, den anderen weniger. Die sagen, ja, was ist das für Kunst? Da sieht man gar nicht drin, dass das der Stefan ist. Aber mir persönlich gefällt das sehr, sehr gut, weil ich Kunst immer ein bisschen mit was Außergewöhnlichem, nicht sofort Erkennbaren, sage ich mal, assoziiere. Also mir gefällt es. Und vom Künstler selber sogar habe ich sogar eine kleine Statue, eine kleine Anfertigung von dieser Statue eben bekommen. Macht mich natürlich sehr, sehr stolz, dass es hier im Dorf einen eigenen Stefan Eberharter Platz gibt. Also die Originalunterschrift mit dabei. Und was nicht fehlen darf für alle, die sich interessiert zeigen, die ganzen Erfolge sind natürlich hier aufgelistet. Also nur die großen Erfolge, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und Weltcup-Gesamtsiege. Sag aber, geh aber da! Geh aber von meinen! Hast du mich gefragt, darfst du da auf? Da turnen sie immer alle herum, die Kinder. Und wenn ich vorbeikomme, sage ich, hallo, habt ihr mich gefragt, ob ihr da rum herumturnen dürft? Ja, ist schon gut, ist schon gut. Und sie turnen weiter. Und falls ihr nicht wisst, wo der Stefan Eberharter Platz ist, der ist in meiner Heimatgemeinde in Stumm im Zillertal.